Es passiert in Sekundenschnelle und das Opfer bekommt nichts mit. Ihn könnten wir beklauen. Hier hätten wir zuschlagen können. Auch sie hätte es erwischt. Völlig kontaktlos wandert das Geld vom Opfer auf das Konto des Diebes. Abgebucht und abgezockt. So geht digitaler Taschendiebstahl heute. Und wir testen ihn aus. Mit dem Fernsehtrickdieb Giovanni Alecci gehen wir auf Beutejagd. Wie einfach funktioniert der digitale Diebstahl? Zunächst sieht es nicht so gut aus. Zu weit weg. Ist kontaktloses Klauen doch nicht so einfach? Wir probieren es erneut. Und dann? Schauen Sie mal, Zahlung genehmigt. Ungläubiges Staunen. Ja, erklären Sie mal, wie Sie das jetzt machen. Wie ich das gemacht habe? Ja. Habe hier ein Gerät, das ist so ein kontaktloses Gerät. Entweder können Sie hier die Karte einschieben oder es gibt neue Karten, die haben so ein Wellensymbol. Da kann man kontaktlos mit bezahlen. Und Sie haben so eine Karte drin. Schauen Sie mal. Sehen Sie, da ist ein Wellensymbol. Und da habe ich gerade 1 Euro von abgebucht. Glauben Sie das? Das können Sie. Ungläubiges Staunen. Wir führen es noch einmal vor. Schauen Sie mal, hier, 5 Euro. Ja? Ich sage jetzt bezahlen. Drehen Sie jetzt einmal noch mal bitte für mich um und ich zeige Ihnen, ich halte das nur dran. Hier, schauen Sie mal her. Es hat gepiept. Bitte warten. Und dann heißt es Zahlung genehmigt. Jetzt habe ich 5 Euro abgebucht. Haben Sie gesehen, wie schnell das geht? Die können jetzt in der Bahn rumlaufen, dranhalten, neuen Betrag eingeben, dranhalten. Ich habe gesehen, wie er kommt. Ist doch wirklich erschreckend. Möglich macht dies der NFC-Chip, mit dem neue Karten ausgestattet sind. NFC steht für Near Field Communication oder Nahfeldkommunikation. Zu erkennen ist die Funktion auf der Karte an dem Wellensymbol. Banken und Sparkassen bewerben die Funktion in Werbevideos als einfach, schnell und sicher, besonders sicher. Aus Sicherheitsgründen wird der Bezahlvorgang erst im Abstand von wenigen Zentimetern durchgeführt. Wir probieren es aus. So klein ist der Abstand nicht, dass ein Taschendieb damit Schwierigkeiten hätte. NFC ist offensichtlich ein weit verbreitetes Sicherheitsrisiko. Der Spitzenverband der deutschen Kreditwirtschaft betont auf unsere Anfrage, das kontaktlose Bezahlen mit den Karten sei grundsätzlich sicher. Außerdem könne man selbst das System noch sicherer machen. 2 Karten mit NFC-Technologie im gleichen Geldbeutel sind eine Möglichkeit, da sie ihr Signal gegenseitig stören und von außen nicht angefunkt werden können. Also alles bestens? Viele haben ja heute gleich mehrere dieser Karten im Geldbeutel. Bei unseren Versuchen wird ein junger Mann auf uns aufmerksam, bittet uns, seine Karten zu testen. Wir stellen eine Alltagssituation nach. Und wieder klappt es. Wir buchen Geld von seinem Konto ab. Das ist ja wahnsinnig einfach, das merkt man gar nicht. Aber Sie wissen, dass Sie so eine Funktion an Ihren... Ich weiß, dass es schafft. Ich dachte immer, dass wenn ich mehrere Karten mit NFC habe, dass es dann eigentlich haben Sie mehrere funktioniert. Karten ich habe mehrere Karten drin. Zeigen Sie mal. Zum was Beispiel haben Sie denn hier drin? Eine C-Karte. Die hat ein Symbol, ja. Die und was Symbol, noch? Dann habe ich hier noch so eine mit dem NFC. Die hat auch ein Symbol, das gibt's doch gar nicht. Kann es sein, dass eins vielleicht ausgeschaltet ist? Haben Sie noch eine dritte? Ja, noch eine dritte. Sind überall aktiv. Das verstehe ich nicht, weil normal heißt es, wenn 2 Karten drin sind, dann ist man sicher. Deswegen bei Ihnen sind 3 Karten drin. Das funktioniert. Können wir das noch einmal testen? Können wir machen, ja. Okay. Und, welche Seite nehmen wir? Die? Schauen Sie mal, ich halte einfach mal dran. Es hat wieder gepiept. Wieder funktioniert. Ja, dann ist es wohl doch nicht so sicher, wie man denkt. Unser Showdieb kann es kaum glauben. Wir wollen es genauer wissen. Sammeln mehrere NFC-fähige Karten ein. So, wir versuchen jetzt mal ein ganz offenes Experiment. Wir haben hier also 1, 2, 3, 4, 5 Karten mit unserem Wellensymbol. Es heißt, sobald man 2 hat, sollte das nicht möglich sein. Wir starten jetzt das Ganze wieder. 1 Euro, sagen bezahlen. Sollen wir mal drauf gehen und bitte warten. Zahlung genehmigt. Und das, obwohl wir mehrere Karten haben. Erschreckend. Also ich bin gerade sprachlos. Das Geld wurde ausgerechnet von einer der unteren Karten abgebucht. Durch 5 kann ich trotzdem noch abbuchen. Das darf nicht sein. 1 Euro ist ja jetzt ja nur um zu zeigen.
Bis zu einem Betrag von 25 Euro kann man ohne PIN oder Unterschrift abheben. Geht auch mehr. Wir versuchen es mit 100 Euro. Ja, hier sagt er jetzt PIN eingeben. Die haben wir natürlich nicht. Aber dann beispielsweise diese Karte der Barclay Bank. Von ihr wollen wir 50 Euro. Hier wird nur eine Unterschrift verlangt. Aber kann das System eine falsche Unterschrift erkennen? Wir sind ganz dreist und zeichnen munter drauf los. Giovanni Alecci unterschreibt mit zwei Smileys und Zahlung genehmigt. Und hier zum Beweis die Kontoübersicht. Die 50 Euro wurden tatsächlich abgebucht. Und es funktioniert auch noch mit höheren Beträgen. Wir steigern uns auf 100 Euro. Und wieder klappt es. Mehrmals hintereinander. Wir fragen bei der Barclay Bank nach. Wie ist das möglich? Telefonisch sagt man uns, dass der Bank diese Art des Betrugs nicht bekannt sei. Bislang habe es keinerlei Beschwerde gegeben, weshalb man uns keine Stellungnahme geben könne. Carsten Melius vom Bund Deutscher Kriminalbeamter kritisiert, dass beim kontaktlosen Bezahlen die Sicherheit auf der Strecke bleibt. Das wird natürlich von den Firmen so verkauft, dass das für den Kunden einfacher ist, so bezahlen zu können. Oder mit einer Kasse ein schnellerer Durchlauf passiert. Aber letztendlich geht das ganz klar zulasten der Sicherheit. Ich muss mich dann an die Bank wenden und von dort das Geld zurückfordern. Und wenn ich richtig großes Pech habe, bleibe ich auf dem Schaden sitzen. Zudem ist die nötige Technik fürs Geldabfischen ganz leicht zu bekommen. Ein drahtloses Lesegerät gibt's legal im Internet, schon für 29 Euro. Mit der passenden Software und dem eigenen Smartphone kann der digitale Diebstahl beginnen. Da muss auf jeden Fall nachgebessert werden von den Banken. Denn so harmlos, wie diese ihre neue Technologie verkaufen, ist sie bei weitem nicht. Entschuldigung, hallo. Entschuldigung. Wissen Sie, wie ich zum Karstadt komme? Karstadt? Ja. Ja, das ist der Kaufhof. Der Karstadt ist da drüben. Ah, hierher. Okay, vielen Dank fürs Geld. Ja, tschüss. Was? Also, Sie haben mir gerade 25 Euro gegeben. Ich glaube, Sie spinnen. Nein, ich habe Ihnen nicht wirklich Geld gestohlen. Aber ich hätte es Ihnen so stehlen können. Einfach nur hier draufhalten. Und schon wäre das Geld weg. Sogar wenn man glaubt, man hat es alles gut verstaut, ist man sich einfach nicht mehr sicher, kann man sich nicht mehr sicher sein. Das ist vor allen Dingen mal beängstigend. Jetzt bin ich doch schon geschockt. Immerhin kann man sich dagegen schützen. Entweder die NFC-Funktion der Karte von der Bank abstellen lassen oder die Karte in einer speziellen Schutzhülle aufbewahren. Schaudieb Giovanni Alecci gibt natürlich allen seinen Opfern ihr Geld zurück. Echte Diebe machen das nicht.